Freunde, in diesen 100 Tagen wird die gesamte Startinsel komplett transformiert und ich bin echt gespannt, ob sie euch gefällt. Also, ich wünsche euch viel Spaß bei den 700 Tagen. Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu den nächsten 100 Tagen. Die halbwegs fertige Stadt hatte noch keine richtigen Bewohner, also ging ich das am 601. Tag direkt als erstes an und baute eine Eisenbahnstrecke zu der Village. Ich transportierte dann den ein oder anderen Villager rüber und lockte sie dann mit den Betten in ihr neues Zuhause. So bekam jedes Gebäude auf der Insel ihren eigenen Bewohner, was die Stadt jetzt ein wenig aufleben lassen sollte. Ich baute dann die Eisenbahnstrecke wieder ab und als ich meine bisherigen Inseln beobachtete, merkte ich, dass ich noch nichts aus dem End gebaut hatte, also wollte ich das jetzt schleunigst ändern. Ich flog also zu den Endinseln und suchte nach einem Endschiff, das ich nach einer Weile auch fand. Das wollte ich nämlich vollständig abbauen und nachdem ich mir die Elytra holte, baute ich eine kleine Fläche darunter auf und baute das gesamte Endschiff ab, bis jeder einzelne Block davon abgebaut war und ich hatte gedacht, so ein Endschiff besteht aus mehr Blöcke, aber mir war es ja recht. Wieder zu Hause angekommen, suchte ich mir einen passenden Platz aus und fing dann an, das komplette Endschiff wieder aufzubauen, Layer für Layer. Als ich damit fertig war, platzierte ich noch zwei Schalker-Boxen, wo sie im End üblicherweise immer anzufinden sind und natürlich die Elytra und fertig war das Endschiff. Also ich finde das echt sehr, sehr nice. Den einzigen Mob, den ich derzeit gebaut hatte, war ja das Schaf, aber nach insgesamt über 600 Tagen hatte ich immer noch keine Mobköpfe-Sammlung, also wollte ich das unbedingt als nächstes angehen. Dazu musste ich erstmal eine Farm bauen und so kümmerte ich mich direkt um die Baumaterialien, wofür ich unter anderem ziemlich viel Glas schmelzen und meinen Kelpvorrat plündern musste. Ich suchte mir dann einen geeigneten Platz dafür aus und am 607. Tag konnte das Bauen dann beginnen. Die Farm an sich ist eigentlich relativ simpel. Unten spawnen die Mobs, vermehrt natürlich Creeper, die werden dann mit dem Wasseraufzug rauftransportiert und oben kann ich die Creeper dann zu Charge Creeper machen. Das aber natürlich nur, wenn Gewitter ist. Das nächste, was ich seit langer Zeit schon angehen wollte, war eine Map von meiner Welt zu erstellen, weil die war schon voller Bauwerke. Die Karte lag dann einfach random am Boden, die uns zum heutigen Sponsor des Videos bringt, Genshin Impact. Für alle, die es noch nicht kennen, Genshin Impact ist ein Open-World-Adventure-Game mit 7 einzigartigen Regionen, wobei das neue Update die neueste Map Fontaine mit sich bringt. Die Welt ist so groß, dass sie sich auf ca. 6000 Fußballfelder erstreckt, was echt riesig ist und wo ihr euch mit Klettern, Schwimmen und Gleiten durch die unglaublich schöne Welt bewegen könnt. Das Beste am neuen Update, finde ich, ist die neue Region, nämlich Fontaine. Die hat wirklich eine wunderschöne Landschaft und ein echt tolles Panorama. Die neue Version ist also die perfekte Chance, für neue Spieler einzusteigen. Zudem sind natürlich neue Charaktere hinzugekommen, nämlich unter anderem Lynette mit 4 Sternen, die eher ein zurückhaltender Charakter und Free-to-Play ist, und ihr großer Bruder Linney, der ein großer Magier der Region und ein 5-Sterne-Charakter ist. Für den Start würde ich euch aber Zhongli empfehlen, der wirklich sehr beliebt und hilfreich gerade für den Anfang ist. Natürlich gibt es auch eine neue Storyline und neue Waffen und Artefakte sind auch wieder hinzugefügt worden. Jetzt mit dem neuen Update gibt es auch einen Mechanismus, bei dem ihr Unterwasserkämpfe bestreiten könnt und das ohne die traditionellen Elemente. Lade dir das Game jetzt runter über den Link in der Beschreibung oder scanne ganz einfach den QR-Code. Vielen Dank an Genshin Impact, jetzt geht es aber wieder weiter mit dem Video. Ich craftete mir dann genügend Kompasse, mit denen ich dann die Karten craftete und so eine nach der anderen aktivierte. Und manche Sachen schauen auf der Karte echt richtig lustig aus. Die Karten waren jetzt zwar schon aktiviert, aber einen Platz, wo ich die große Karte aufstellen konnte, hatte ich noch nicht. Also musste ich dafür ein geeignetes Plätzchen bauen, wofür ich noch ein wenig Stein farmen musste. Dann entschied ich mich, eine weitere Insel dafür zu bauen und so ging ich neben den Leuchtturm und fing an, die Karteninsel zu bauen. Als ich damit fertig war, war ich eigentlich recht zufrieden. Nichts allzu Aufregendes, aber trotzdem schön. Damit die Karten auch durchgehend gut beleuchtet sind, baute ich darunter noch eine Glowstone-Schicht und machte die einzelnen Karten zu einer einheitlichen großen. Dabei fehlt mir aber leider noch die Ränder, also craftete ich mir ein paar weitere leere Karten, die ich dann rundherum noch aktivierte, wobei fast alle einfach nur grau waren. Ich wurde dann fertig und ich muss sagen, das schaut schon echt ziemlich cool aus, aber irgendwie wollte ich die gesamte Karte noch etwas aufbessern, und zwar mit Rändern. Ich dachte, dass das einen coolen Effekt geben sollte und so craftete ich weißes Concrete Powder und ließ es 10 Minuten vom Duper farmen. Anschließend machte ich es bei meinem Concrete Converter zu normalen Concrete und als die Spitzhacke kurz vorm Kaputtgehen war, flog ich nicht zu meiner XP Gold Farm, sondern zur Wither Skeletten Farm, um dort auch noch zusätzlich Kohle für meinen Super Smelter zu holen, da der Brennstoff wieder sehr knapp wurde.
Dann farmte ich das restliche Concrete und baute mich ganz auf den Rand der äußersten Karte. Dort entschied ich mich dann, eine 4 Block breite weiße Plattform zu bauen, weil die meiner Meinung nach echt cool auf der Karte aussieht. Und so konnte das Bauen des weißen Randes beginnen. Nach circa einer halben Stunde gingen mir dann die Blöcke aus und es war Zeit nachzusehen, wie das jetzt auf den Karten aussah. Und mir hat es echt ziemlich gut gefallen, also wollte ich das unbedingt vervollständigen und so riss ich den Duper für eine weitere Viertelstunde an und stand dann noch weitere 20 Minuten beim Converter. Dann konnte das Umranden der Map weitergehen, wobei mich die Phantome in der Nacht durchgehend nervten. Leider reichte es aber immer noch nicht für die ganze Karte und so ging das Ganze noch einmal von vorne los. Ein bisschen im Endchillen, dann ein bisschen beim Converter stehen, kurz einen Abstecher zur Gold XP Farm machen und nach weiterer Converter Action den weißen Weg zu Ende bauen. Jetzt war ich also fertig und musste natürlich das Endergebnis anschauen. Ich aktualisierte also die Karten und das Endprodukt ist eigentlich ziemlich nice, muss ich sagen. Ganz zufrieden war ich aber noch nicht. Ich wollte das noch ein wenig weiter verschönern. Eine weitere Schicht am Rand musste her, um den Übergang etwas zu verbessern und so entschied ich mich für hellgraues Concrete. Also hieß es für mich wieder das gleiche tun, nur diesmal eben mit hellgrauem Concrete. Jetzt war ich aber schon ein wenig geübt in dem Bereich und das Bauen der zweiten Schicht ging etwas schneller vonstatten. Mit dem ersten Durchgang kam ich schon ordentlich weit, aber ich hatte noch ein wenig vor mir. Das hieß alles noch einmal farmen und weiterzubauen, wobei ich beim zweiten Durchgang nur knapp das Ende verfehlte. Jetzt war das aber alles versprochen wirklich das letzte Mal und am 635. Tag wurde ich dann endlich fertig. Das Endergebnis finde ich echt extrem geil. Es war zwar viel zu viel Aufwand für so ein kleines Detail, aber ich bereue es auf gar keinen Fall. Da mich ja die Phantome extrem nervten, fiel mir eine gute Idee ein. Ich könnte ja überall Katzen platzieren, die die Phantome verscheuchen würden. So baute ich also ein paar Plattformen in der Luft, wo die Katzen dann überall hinkommen sollten, damit kein einziges Phantom mich mehr nerven kann, zumindest in der Mitte meiner Welt. Als ich damit dann fertig war, baute ich eine Bahnstrecke nach oben und transportierte die erste Katze, die ich hatte, zu ihrem Platz. Die eine Katze reichte aber natürlich bei weitem nicht aus, ich brauchte schon ein paar mehr, also entschied ich mich eine Katzenfarm zu bauen, wo ich davor nicht einmal wusste, dass es sowas überhaupt gibt. Naja, ich ließ mir ein bisschen Sand farmen, das ich dann zu Sandstein machte und damit die Plattform zu bauen begann. Leider hatte ich nicht genug und so musste ich wieder ein bisschen Sand farmen lassen, baute dann aber die Plattform fertig. Für diese Farm würde ich auch einen Hasen brauchen, wovon ich aber leider keinen hatte und deswegen ein wenig den One-Block abbauen musste. Nach einer Weile bekam ich dann endlich einen und den ersten wollte ich vorerst neben den Füchsen unterbringen, wo ich aber komplett vergessen hatte, dass die sich ja nicht allzu gut verstehen. Aber zum Glück hatte ich ja noch einen zweiten. Diesen benannte ich extra um und setzte ihn schon einmal in ein Minecart. Dann musste ich noch die ganze Minecart-Strecke bauen und als die Hälfte schon einmal fertig war und ich zurück zum Hasen wollte, wurde ich mit dem hier überrascht. Ja, das war jetzt nicht so schön. Naja, ich baute die Eisenbahnstrecke fertig und ging noch einmal den One-Block an. Circa eine Viertelstunde dauerte es, bis ich den nächsten Hasen hatte. Diesen durfte ich aber wirklich nicht mehr verlieren und so brachte ich ihn direkt zur Katzenfarm. Als letztes waren noch 5 Villager zum Hinüberbringen und als die dann alle in ihrem neuen Zuhause ankamen, musste ich nur noch mehr eine kleine Auffangstelle für die Katzen bauen und fertig war die Farm. Jetzt war es Zeit, die Farm auch zu testen und nach kurzer Zeit spawnte auch schon die erste Katze. Die spawnte etwas später leider wieder, aber die nächsten zwei zähmte ich direkt und transportierte sie dann zum Spawn. Die erste verschwand aber einfach, als ich das Minecart zerstörte und ich war komplett verwirrt. Naja, ich brachte dann halt eben die andere Katze in das Gehege und ging dann wieder zur Farm, wo ich ziemlich lange auf 2 weitere wartete, die ich dann auch gleich wieder zum Spawn brachte, wo mir dann einfach auffiel, dass die verschwundene Katze von vorhin einfach wieder aufgetaucht war. Ich brachte also alle in ihr neues Habitat und ein weiteres Mal stand ich bei der Farm bis 2 Katzen spawnten, brachte sie wieder zum Spawn und jetzt hatte ich insgesamt schon 7 Katzen an der Zahl. Ich wollte aber vorerst insgesamt 9 haben und so ging das Spiel noch ein letztes Mal, bis ich dann den Kern meiner Insel mit Katzen ausgestattet hatte. Als nächstes kam ich drauf, dass ich noch keinen richtigen Trident für den Fall der Fälle für die Mobköpfe-Farm hatte, also zauberte ich meinen halbwegs guten zusammen. Und als ich damit einen Slime töten wollte, fiel mir doch ein, dass ich ja eh in den letzten 100 Tagen den besten Trident gemacht hatte und ich den vorhin einfach nur komplett übersehen hatte. Naja, jetzt hatte ich eben 2. Dann sammelte ich kurzerhand alle Farmerzeugnisse zusammen, darunter auch zum ersten Mal die Kakteen bei der Kaktusfarm, wo echt schon ordentlich viele zusammengekommen sind. Als nächstes wollte ich wieder bei meiner Stadt weitermachen und ein weiteres Haus bauen. Dafür stand ich kurz bei der Steinfarm und fing dann an, den Grundriss zu bauen. Dabei fing dann endlich ein Gewitter an. Ich ließ alles stehen und liegen und flog zur Mobköpfe fahren,
wo ich feststellen musste, dass die Creeper im Wasser nicht zu Charge Creeper werden können. Und so musste ich etwas improvisieren, bekam dann aber den ersten Mobkopf von der Farm und kurze Zeit später dann auch den zweiten. Bei meinem nächsten Manöver zerstörte ich aber ein wenig die Farm und so schaffte ich es am Ende des Gewitters nur insgesamt einen Mobkopf vierer Sorte zu erfarmen. Einen Skelett, einen Zombie und einen Creeperkopf. Jetzt war ich aber ready, das Haus zu bauen. Als ich damit fertig war, war ich eigentlich schon recht zufrieden, aber es fehlte noch die Innenausstattung, die ich natürlich gleich danach anging. Ich baute hier und dort etwas moderner und platzierte meine drei Mobköpfe, die das Haus ausmachen sollten. Ich baute etwas anders als sonst, aber ich finde, die Inneneinrichtung ist gelungen. Danach ging ich natürlich den Boden außen rundherum an. Im Großen und Ganzen finde ich das weitere Haus ziemlich cool und kann es euch jetzt präsentieren. Den letzten Eckbereich hier wollte ich nicht mit einem weiteren Haus vollklatschen, sondern eher eine schöne Blumenwiese errichten und so plante ich zuerst den Grundriss und platzierte dann die ganzen pinken großen Blumen. Das Endprodukt sah dann so aus und der schaut ganz okay aus, aber ich glaube, das werde ich irgendwann noch verbessern. Ich sah mir meine Hauptinsel an und wenn wir uns ehrlich sind, war die schon extrem hässlich. Die wollte ich also ändern und nicht nur ein bisschen, sondern ich wollte schon etwas richtig Cooles und Aufwendiges machen. Zuerst war die Fallkammer dran, wo ich mir damals gedacht hatte, dass die etwas mehr im Gebrauch sein wird. Naja, ich nahm den ganzen Loot, ließ ihn einsortieren und baute den langen Tunnel dann ab. Als nächstes war der ganze Spawn dran, den ich komplett abbaute und parallel dazu einen neuen Kreis baute, wobei ich auch die ganzen Kisten mit Items wegbefördern musste. Zum Schluss baute ich noch Umrandungen für so kleine Türme auf, damit ich mir das alles ein wenig besser vorstellen konnte. Jetzt war es an der Zeit, den ersten Turm zu bauen und ein wenig rumzuprobieren, wie er am besten ausschaut. Zum Schluss kam das bei raus und im Großen und Ganzen sah der schon ganz gut aus. Für die nächsten 7 Türme hatte ich aber bei weitem nicht mehr genug Blackstone und so ging ich kurzerhand in den Nether und farmte mir den ein oder anderen Stack. Genauer gesagt 34. Zurück zu Hause stand ich kurz bei der Steinfarm, um die Insel um einen Block zu erweitern und fing dann an, die restlichen Türme zu bauen, wobei ich 2 verschiedene Höhen baute, um etwas Abwechslung reinzubekommen. Außerdem brachte ich zwischen den Ecktürmen noch eine kleine Beleuchtung ein. So sah das dann zum Schluss aus, was mir eigentlich schon gefiel. Fertig war ich aber bei weitem noch nicht. Das sollten nicht einfach nur Türme werden, sondern auch noch Kerzenhalter. Ja, richtig, ich wollte einen Kreis aus riesigen Kerzen bauen, also fing ich auch gleich an, die ersten 3 zu bauen. Die Quarzblöcke gingen aber relativ schnell aus und so machte ich einen kleinen Abstecher in den Nether und farmte echt sehr viel Quarz. Als ich dann nach einer halben Stunde wieder einmal meine Schalkerbox füllen wollte, fiel mir auf, dass die Schalker, wo ich davor 13 Stacks an Quarzblöcken schon reingetan hatte, einfach nicht mehr in meinem Inventar war und ich war etwas verzweifelt. Ich sah dann aber in der Aufnahme noch einmal nach und flog genau zu der Stelle, wo ich sie vorher anscheinend nicht wieder aufgehoben hatte. Dort angekommen fiel sie mir direkt ins Auge und ich hatte mich so gefreut, dass ich sie wieder gefunden hatte. Naja, ich farmte dann noch circa eine ganze Stunde weiter, wobei am Ende das meine gesamte Ausbeute war. Mit dem ganzen neuen Quarz konnte das Bauen der weiteren Kerzen also weitergehen. So sah das am Ende dann aus, was mir eigentlich auch sehr gefiel. Die Kerzen wollte ich aber noch mit einem Docht und Feuer aufleben lassen, wofür ich eine Menge Glas benötigen würde. Also stand ich 10 Minuten beim Duper und ließ mir ordentlich Sand farmen. Das packte ich dann in den Superschmelter, ließ es zu Glas schmelzen, das ich dann in gelbes, orangenes und rotes Glas craftete. Am 676. Tag fing ich dann an, die Flammen auf den Kerzen zu bauen, wobei ich einige Schwierigkeiten hatte und für die ersten 2 halbwegs gut aussehenden wirklich lange brauchte. In der 679. Nacht wurde ich dann damit fertig und ich finde, dass das eigentlich ziemlich cool aussieht. Als nächstes entfernte ich die 2 kleinen Eisenfarmen, weil sie erstens ein bisschen im Weg waren und zweitens sowieso nicht mehr funktionierten, da die Eisengolems auf den Kerzen spawnten. Das Lager war wieder komplett am Übergehen, also sortierte ich die ganzen Überbleibsel wieder einmal ein, wobei das Restlager auch teilweise schon voll war. Also hatte ich die Idee, einfach einen der neuen Kerzenhaltertürme dafür zu verwenden. Ich platzierte also ein paar Barrels und die ganzen verzauerten Bücher und die Werkzeuge und Rüstungsteile fanden ihren neuen Platz hier. Mit dem Einsortieren fertig, wollte ich am 681. Tag bei der Spawninsel weitermachen. Und zwar wollte ich den Boden angehen.
Ich probierte etwas rum und entschied mich am Schluss für das Muster hier. Basalt musste ich aber leider noch farmen, also ging ich in den Nether und machte das ein paar Minuten. Bei der Insel wieder konnte das Bauen des Bodens beginnen, wobei ich überall einen Block darunter aufbauen musste, damit ich den Basalt auch richtig platzieren konnte. Am 685. Tag wurde ich dann damit fertig und ich finde das Muster eigentlich ziemlich nice, aber ich weiß nicht, ob das jedem gefällt. Als nächstes erweiterte ich die Insel noch einmal um einen Block, damit die Türme nicht komplett am Rand sind. Ich entschied mich dann, den Rand mit Obsidian zu machen, und da die Insel nicht einfach nur flach sein sollte, wollte ich darunter ja auch noch was bauen. Also ging ich darunter und fing gleich mit Obsidian an, eine Ellipse zu bauen. Bis mir das Obsidian ausging, ich also kurz meine Spitzhacke reparierte, einen Full Beacon im End aufstellte und einen Obsidian-Turm abzubauen begann. Das machte ich bis zum 691. Tag und baute dann anschließend die Ellipse weiter. Mir ging dann ausgerechnet zum Schluss hin das Obsidian aus, also farmte ich wieder für 10 Minuten Obsidian und baute den Rest fertig, was nicht mehr allzu lange dauerte. Da die Kerzen jetzt standen, gab es eine kleine Planänderung bei den Katzen. Die wollte ich nämlich ganz oben bei den Kerzen unterbringen, damit man sie nicht sehen kann, sie aber trotzdem ihre Wirkung erfüllen. So brachte ich die nächste Zeit eine Katze nach der anderen in ihr neues Zuhause, das in jeder Kerze ganz oben war. Damit fertig baute ich den Rest in der Luft ab, damit das nicht so hässlich im Weg steht. Jetzt war also alles wieder weg, bis auf Katze Nummer 9, die darf noch ein bisschen in der Glaskammer chillen. Als nächstes wollte ich die unbebauten Ränder bei der neuen Spawninsel angehen, wo ich als erstes Gras probierte, was mir nicht so gefallen hat, und dann noch mit Myzelblöcke, was auch nicht so schön war. Also entschied ich mich, das Bodenmuster hier einfach weiterzumachen, was etwas kompliziert war, aber zum Schluss auf jeden Fall gut ausgesehen hat. Die letzten zwei Tage nutzte ich noch, um mein altes Lager zu entfernen, weil das doch echt schon viel zu nahe an der Maininsel war. Nicht das Abbauen dauerte so lange, sondern die ganzen restlichen Items einzusortieren, wovon ich einige im Kerzenhalterturm wieder unterbrachte. Darin waren jetzt eben Bücher, Rüstungsteile und auch Tränke anzufinden. Im alten Lager fand ich auch noch eine alte Karte, die ich aktualisierte und wo man die neue Maininsel jetzt sehen kann. Das brachte mich auf die Idee, noch alle Karten von der großen Karte zu sperren. Das heißt, dass man sie nicht mehr aktualisieren kann. Damit will ich in den nächsten paar hundert Tagen den Fortschritt sehen. In der Mitte der Map hat sich also schon einiges getan. Das war es. Ich habe 700 Tage in Minecraft Hardcore One Block, ohne zu sterben, überlebt.